Heute ist Skifahren angesagt auf der Oculus Quest mit Decent Alps. Ich grüße euch, ich bin der Sascha und heute wird Ski gefahren mit Decent Alps. Ja, das ist eine Demo und die findet ihr im App Lab der Oculus Quest, also diesem zweiten Store neben dem offiziellen Oculus Quest Store. Und wenn ihr diese Demo auch spielen wollt und nicht wisst, wie ihr sie da findet, schaut bitte in die Videobeschreibung, dort habe ich euch den Link zu diesem Spiel verlinkt. Ja, worum geht's? Es geht um Skifahren. Es ist nur eine Demo und regulär zeige ich keine Demos, nur wenn sie wirklich gut sind oder wenn irgendwas heraussticht. Und das ist in diesem Fall ja die Bewertungen über dieses Spiel. Ich habe mir die Bewertung durchgelesen und dort sind sehr viele ja positive Bewertungen zu lesen, natürlich, aber auch von Skifahrern, die gesagt haben, das ist derzeit ja die beste VR-App, wo Skifahren simuliert wird. Es sollte sehr gut rüberkommen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, das Ding musst du dir anschauen, weil, wie gesagt, alle Leute so schwer begeistert sind. Ich bin in meinem Leben persönlich noch nie Ski gefahren, also ich werde mal schauen, ob ich da jetzt ein Gefühl für bekomme oder nicht und wie sich das Ding so spielt. Bevor ich jetzt auf die Piste gehe mit meinen Skistöcken und so ein bisschen hier Slalom mache und so weiter, möchte ich euch noch gerne daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren. Falls ihr das nicht schon längst getan habt, bekommt immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt, würde ich mich riesig freuen. So, jetzt werde ich mir meine Skistöcke schnappen und natürlich auch die Oculus Quest und schau mal für euch in Decent Alps. Viel Spaß! So, jetzt wird Ski gefahren. Ich bin in Decent Alps. Ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, normalerweise gucke ich nicht in Demos, aber die Bewertungen waren so gut im Oculus Lab Store, sage ich jetzt mal, dass ich da reingucken wollte. Und optisch ist das jetzt leider nicht der Kracher. Das muss ich direkt sagen. Also die Figur hier, die sieht gar nicht schön aus. Teilweise sind die Kanten ein bisschen am Flimmern. Ne? Also es hat totales Sidequest-Niveau, sage ich jetzt mal. Aber so die Atmosphäre finde ich ganz stimmig hier mit der Kirche, das Schneemobil, was da rumfährt und so, ne? Das ist okay. Und ja, dann bin ich gespannt, was es überhaupt hier alles gibt. Da stand gerade was, das ist weg. Reset Data, Left-Handed, Adjust Height, Ghost Skiers. Die Ghost Skiers lasse ich natürlich erstmal an. Das Schneemobil kommt wieder. Das fährt da hinten, glaube ich, jetzt gleich vorbei. Ja, das kommt später, dieser Shop, Inventory. Ich glaube, mehr kann ich nicht tun. Es gibt kein Tutorial, ich sehe nichts und da sind die Strecken. Ich weiß nicht, ob ich alle fahren kann oder nur die eine. Okay, ach so, okay, da ist das Tutorial, wenn ich da drauf klicke, steht da was auf der Tafel. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das mal. Ne? Ich habe hier so einen Skistock. Auch der sieht jetzt nicht mega toll aus. Guck mal, wie hoch der geht, aber das ist ja auch gleichzeitig hier so ein Anzeige-File. Ne? Okay. Zack. So, Highscore-Chart, da bin ich natürlich noch nicht und dann machen wir mal Play. Also es soll vom Gefühl wirklich super mega geil sein. So, let's go. Welcome. All yeah, rookies welcome. Are required to complete a training course before they receive their ski lift pass. Pay attention. Your survival depends on it. Ja, ja. Okay. So, es ist hier alles sehr trist, muss ich sagen, bis auf diese Gondel, aber auch das hier, diese Seile, die flimmern ganz schön arg, ne? Aber ansonsten, okay, es geht ja nachher ums Feeling, was das Skifahren angeht. Ich bin gespannt. Also, das habe ich jetzt verstanden. Da soll ich immer so hin und her und nicht davor und nicht daneben. Okay, wir probieren es einfach. Swing your arms in a punting motion to get going from a standstill. Remember, okay. It's not necessary once skiing downhill. Okay, es fühlt sich wirklich. Der Controller hat gerade mal kurz vibriert. So, und jetzt? Let us start with the basic motion of making turns. Okay. Think of your body as a joystick. You lean or step in the direction you want to go and try to avoid rotation. Match the green arrows. Okay. Ach so. Okay, das ist okay, das. Great. Enough of that. It is time to hit the slope. Our best ski instructor will guide you through the training course. Wow, Leute, es geht bergab. Follow on the tail of the instructor. Use the motion we just practiced. Ja, ja, ich mach das schon. Look around and enjoy the view. Your gaze is not directly controlling the skis. Ja, also es geht nicht direkt, ne? Aber das ist echt ein cooles Feeling. Ah. Okay, es ist gar nicht so einfach. Ah. Okay, ich versuch's. Now we must break the one rule we have just learned. The skis will drift back to the base direction, which is the direction your body is facing.
You change the base direction by rotating the whole body. This is a slow but permanent way of making turns. Use this technique to follow on the tail of the instructor. Was soll ich den ganzen Körper drehen? Okay, ich versuch's mal. Okay, also dann komme ich ein bisschen besser um die Kurven, aber ich glaube, ich mach's noch nicht. Ganz richtig. Okay, das ist wirklich schwer, Leute. Aber es ist ein cooles Feeling, das muss ich wirklich sagen. Und es läuft absolut flüssig. Ja, mach ich das nicht gut? Also wie gesagt, optisch ist das leider echt nicht schön, aber das sieht man gar nicht. Also weil man echt so fixiert ist jetzt auf das Skifahren. Und das Gefühl ist wirklich toll. Oh, the race is on. Okay. Jetzt kommen da so Punkte, warum weiß ich nicht. Muss ich den folgen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wow, jetzt geht's aber gut bergab hier. Okay, ich muss jetzt immer durch diese. Oh, den habe ich nicht mitgenommen. Komm her. Oh, das. Also ich komme nach links besser rüber, ne? Also irgendwas mache ich nach rechts falsch. Da muss man auch erstmal ein Gefühl für bekommen. Jetzt wird's auch langsam, da ist das Ziel. Und Goal. Gewonnen. So, Item acquired. Ich habe einen Skipass bekommen. Yay. Also jetzt hier im Hintergrund, das sieht sogar noch okay aus. Wie gesagt, es ist jetzt nicht knackscharf, aber das Feeling ist echt cool. Jetzt wirklich vom Skifahren her. Also die Bewertungen haben da echt richtig gesprochen, sage ich jetzt mal. So, jetzt habe ich da mehrere Locations. Wie gesagt, ist eine Demo, aber der Entwickler hat schon in der Bewertung geschrieben, also es kommt bald ein kompletter Release. So, Tutorial 2, dann haben wir Landslide. Hi, wir machen nochmal das zweite Tutorial natürlich. Und Play. Let's go. Advanced Skiing Techniques. Okay. Ob ich das hinbekomme? Mal sehen. So. Ja, und jetzt? The skis can be lifted from the slope by extension of the body. Similarly, the skis are planted on the slope by hunkering down. Vertical motion is useful for initiating jumps, canceling jumps, and gaining traction for powerful turns. Okay, jumps kommen auch noch. Match the green arrows. Ich muss mich auch noch bücken bei dem Ding. Hä? Also ich muss das in 1 machen, ne? Ja, mach mal. So, auf geht's. Jump clear of the red barriers. Use body extension to gain airtime. Was soll ich machen? Ich soll da drüber springen? Okay, ich versuch's. Ich versuch's, Leute. Das war nix, ne? Okay, jetzt bin ich gesprungen. Jetzt bin ich wieder gesprungen. Ich hab's, glaube ich, geschafft, ne? Das war ja diese Kuhglocke. Ah. Okay. Was kann ich? Kann ich auch schon vorher in die Knie? Das geht auch? Okay, also ich muss das nicht direkt vor dem Ziel machen. Aber das Springen fühlt sich jetzt nicht ganz so cool an wie das Fahren selber. Music and rhythm play a crucial role in Descent Alps. Rhythm gates, rings and obstacles all spawn and intersect your path on rhythm cues. Okay, das ist eine Chance, die nehme ich natürlich mit. Refill stamina. High stamina makes you fast and agile, while low stamina has the opposite effect. Stamina is gradually depleted as you go. Okay, ich weiß nicht, wie ich das machen musste. Er hat mir jetzt gerade irgendwas erzählt und ich habe wieder nicht aufgepasst, Leute. Rhythm rings have a chance to spawn after clearing a rhythm gate. It can be collected by hitting it head on or with either of the ski sticks. Collect a couple of rings.
Okay, also wenn man nicht hier durch, wenn ich das schaffe, als habe ich so einen Ring. Also die Ringe soll ich auch mitnehmen. Langsam kriege ich da echt ein bisschen Dreh für. Aber das geht ganz schön in die Beine, Leute. Aber es ist ein cooles Gefühl. Kann ich euch wirklich empfehlen. To build a sweet spot combo. Fantastic work. Now it's only a matter of skiing and remaining slow. Enjoy. Okay. Ah. Den habe ich glaube ich nicht erwischt, ne? Und irgendwie, wenn mein Ding hier zu Ende ist, dann ist vorbei oder was? Ne? Was hat er da erzählt? Okay, cool. Genommen. Wow. Wow, Leute. Was ist mit dem Körperdrehen, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also, ich glaube, aus mir wird kein Skifahrer-Profi hier. Den kaputt gefahren. Das wird aber auch echt schnell jetzt, Leute. Oh, kann ich nicht mehr kriegen. Oh, wie soll ich das denn machen? Okay, das war schön. So. Aber ein bisschen schönere Grafik würde ich mir schon wünschen. Aber der Punkt, der nervt mich jetzt gerade so ein bisschen hier vor meinem Gesicht, hier dieser rote da. Okay, ich habe schon wieder einen Skipass bekommen. Jetzt habe ich schon zwei Skipässe. Also so schlecht scheine ich ja nicht zu sein. So, damit habe ich die Tutorials. Eine Welcome Pre-Release Version 01.4 auf Decent Alps. Your ski attack is Toxic Darkness. This attack will be used to unified in the high score charts. Enjoy. Okay. So, habe ich. Das geht nicht. Dann machen wir Landside und dann habe ich noch High Altitude. Ich nehme das mal Landside. So. League. Normal. Was ist das denn? Kenne ich alle nicht. Achso, Easy. Normal. Expert. Und was ist das Grüne? Grüne geht gar nicht, oder was? Wir machen Normal, ne? Also Easy. Easy spiele ich nicht. Also in ganz seltenen Fällen. Okay, let's go. Aber es ist schön bunt, ne? Das muss ich ja schon sagen. Also die Farben, die stechen einen schon so fast in die Augen hier. So. Dann fahren wir los hier. Oder ich. Okay, da tut sich schon was. Auf geht's. So, da sind die ersten Ziele und... Ey! Wie machen die das? Boah, da komme ich nicht durch. Also das mit diesem Körperdrehen, das habe ich echt. Ah, der war falsch, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich die mitgenommen habe. Jetzt springe ich hier sogar. Okay. Ah, das ist ein Ring. Immer mitnehmen. Irgendwas war da, ja? Das ist eigentlich egal, muss ich die im Slalom mitnehmen oder kann ich jetzt auch einfach hier so geradeaus, dann ist das fertig. Ah. Okay, den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Wo ist denn der nächste? Ich sehe nichts mehr. Da. Wo ist die sogar noch mit Hindernisse? Das ist ein Ring, den habe ich nicht mitgenommen. Aber jetzt. Aber das Gefühl ist echt cool. Allein wenn man wirklich die Dinger schön im Slalom schafft und ich habe es geschafft. So, Kurs geklärt und aber dieser Punkt da vor mir, der nervt echt so ein bisschen. Den kann man den wegmachen. So,
Sehe ich das auch meine Highscore? Night Sky. Okay, das habe ich jetzt freigeschaltet, ne? Das haben wir gemacht. Dann mache ich jetzt noch High Altitude. Auch die kenne ich alle nicht. Play. High hört sich sehr hoch an. Das sieht auch hoch aus, ne? Bisschen neblig. Ey, hallo? Guckt euch das mal an hier. Wow. Wahrscheinlich sieht das hier wieder nicht so aus, als wenn ich Ski fahre hier vor der Kamera. Ne? Aber ich muss auch dazu gestehen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht Ski gefahren, Leute. Das ist hier schon fast Premiere für mich. Ah. Ja, geschafft. Ring mitgenommen. Ring ist gut. Hier stört mich jetzt echt so ein bisschen die Optik. Das sieht mehr aus wie Wasser, wie Meer. Boah, ich nehme mir nichts mehr mit. Ah, ich kriege das alle nicht. Hier ist kein Schnee, wo ich fahre. So. Boah, Leute, wie soll man die denn alle mitnehmen? Okay, mein Punkt wird immer kleiner. Boah. Nimm mal mit das Ding. Okay, das war gewollt. Habe ich doch gedacht, ist das schon Ziel? Das ging aber jetzt schnell. Also die Strecken sind relativ kurz, ne? Okay, gut war es nicht, glaube ich, ne? Okay. So. Gut, die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Die vorige fand ich besser. Ne? So, das haben wir, das haben wir. Das darf ich noch nicht. Night Sky. Jetzt fliegen sei schon jetzt. Jetzt wird Ski gefahren bei Nacht und das ist mein Skipass übrigens. Ab dafür. Okay. Sieht stimmig aus. Hat was. Ne? Hier mit diesem Polarlicht an und so. Oder da wohnt einer, der hat noch Licht an. Ist egal. So, ab dafür. Gut, dass es kein Langlauf ist, ne? Weil dann würden wahrscheinlich hier schon die Arme abfallen. Also es ist echt nicht perfekt, aber es fährt sich echt gut, muss ich sagen. So, rechts. Müsste links, da ist wieder so ein... Ah, mitgenommen, okay. Das war ja auch mein Plan. Also die Steuerung ist sehr feinfühlig. Und wenn man die dann aber mal hinbekommt, oh, jetzt wird schnell, dann ist das gar nicht so verkehrt. Knapp, aber geschafft. Okay, hier kann man jetzt sehr schön dieses rechts-links slalomtechnisch üben, weil man hier nicht ganz so weit raus muss. So, wieso ist der Typ schon wieder vor mir da? Bing. Das war doch gut, oder nicht? Ich fand das jetzt gut. Der rote Knopf vor mir nervt, habe ich schon gesagt, ne? Okay, beim Spiel selber sieht man den gar nicht so, aber mach den doch bitte woanders hin, ein bisschen tiefer oder so, ne? Okay, jetzt habe ich auch das letzte. Den hatte ich doch schon, ne? Wieso zeigt er den denn jetzt nochmal? Among the Pines. Okay, da sind jetzt Bäume. Wahrscheinlich werde ich jetzt davor donnern. Okay, ich sehe schon, da sind viele Bäume. Achso, ich muss ja fahren. Ah, los geht's. Was ist eigentlich ein Unterschied, wenn ich in die Knie gehe? Ich weiß das gar nicht. Ey, was soll das denn? Ich hab gedacht, da kommt jetzt einer. Das ist der nächste. Ja, die fahren hier alle wie auf Schiene und ich fahre hier wie... Doch, wenn ich mich so ein bisschen bücke, geht's mal nicht ein bisschen besser. Wow, Bäume, Bäume, Baum, 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 Baum. Ah. Ah, Baum, Baum. Ah, jetzt bin ich fast umgefallen, Leute hier. Komm, 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 komm. Ah, aber...
ich glaube, mit Skifahren hat das hier nicht viel zu tun, was ich hier mache. Kann das sein? Also man muss wirklich schon frühzeitig wissen, wann gehe ich nach links, wann gehe ich nach rechts. Ah, shit. Shit. Stein, 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 Stein. Ja, komm, mach mal hier so mit diesem. Uah. Wieder den Pfosten hier mitgenommen und. Also langsam kriege ich ein bisschen den Dreh für das Ding. Das war doch jetzt gut. Wo ist denn der nächste? Ach, wait, der geht schon zum Ziel. Ach, Ding. Mitgenommen. Also es macht wirklich Laune, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich schon auf die Vollversion gespannt. Cool, wenn ich sowas mit Multiplayer und so weiter. Aber nicht schlecht und das für umsonst, ne? Also ihr könnt es auch runterladen, es kostet nichts, wie gesagt. So, hab ich, das darf ich nicht, was das ist, weiß ich nicht. Aber wieso zeigt der mir denn die nochmal an? Der blinkt jetzt nicht mehr, der hat vorher auch geblinkt, ne? Okay, ich bin sogar auf Platz 5, wenn das die besten 5 sind, bin ich auf Platz 5, okay. Okay, das soll es eigentlich gewesen sein, Leute. Mehr kann man ja erstmal nicht zeigen. Ich kann ja, wie gesagt, die anderen Skier noch ausmachen, die anderen Skifahrer. Und das war's erstmal, ne? Ja, Last Run plus 9, Balance 27, Inventory. Also das kann ich auch noch nichts machen. Wie gesagt, ist nur eine Demo. Also ich freue mich schon auf den Release und ja, schaut gerne rein. Das Ding ist, wie gesagt, umsonst über Oculus App Lab. Okay, dann gleich nochmal ganz kurz was dazu im Fazit. Bis gleich, Leute. So, jetzt war ich auf der Piste, ja, und ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht Ski gefahren. Das war heute eigentlich Premiere, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen vielleicht auch nicht so ganz rund meine Skibewegungen hier und da. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wenn man noch nie Ski gefahren ist und man jetzt die ersten Schritte mit so einem Programm unternimmt, dann muss man natürlich noch ein bisschen üben. Vom Feeling war das mega, muss ich sagen, hat mir richtig toll gefallen. Also die Bewertungen haben nicht zu viel versprochen. Die Optik ist natürlich nicht die schönste, ne, ganz klar. Aber das tut dem Ganzen irgendwo keinen Abbruch, weil man sich ja wirklich auf diesen Slalom konzentriert und so. Man hat ein cooles Gefühl mit den Stöcken, also mit diesen Bewegungen und so. Das klappt hervorragend, wird gut umgesetzt, hat mir mega Laune gemacht. Das Ding ist, wie gesagt, eine Demo, kostet also nichts, findet ihr im App Lab Store, der Oculus Quest, bitte hier in die Videobeschreibung schauen, dann habe ich euch das Ding verlinkt. Anders findet ihr diese Spiele und Apps ja derzeit nicht. Und einfach draufklicken und schon könnt ihr es euch kostenlos runterladen. Das Ding wird auch irgendwann als Vollversion released. Was es dann kosten wird, weiß ich nicht. Wird dann aber wahrscheinlich auch im App Lab Store landen. Und dann schaue ich natürlich gerne, wenn ihr möchtet, nochmal rein, wenn das Ding in einer Vollversion erschienen ist. Schreibt dazu gerne was in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt. Und da würde ich mich freuen. Gut, dann lasst mir ein Däumchen da. Ich habe alles gegeben auf der Piste, ja, auch wenn das ein oder andere nicht ganz so knackig war. Aber wie gesagt, das waren meine ersten Skiversuche. Gut, ansonsten, wer meinen Kanal noch nicht abonniert haben sollte, macht das gerne jetzt. Verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Würde ich mich riesig freuen und ihr bekommt immer eine Info, wenn es neuen Content von mir gibt. Ja, und ganz zum Schluss, ihr wisst es schon, mein Discord-Server. Ich gehe jetzt mit großen Schritten auf 180 Leute zu. Stoßt gerne hinzu. Meine Zielmarke dieses Jahr wäre gerne 200. Aktueller Stand bei diesem Video. Gut, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.